Hey liebe Leute und willkommen zurück in den Noob Reviews in Tekken 7, dem aus meinem aktuellen Standpunkt voraussichtlich vorletzten Part. Wie gesagt, das Video müsste hier irgendwie im August oder im September kommen und bis dahin steht sicherlich schon fest, ob noch ein vierter Season Pass kommt. Wenn nicht oder keine Free DLC Charaktere oder irgendwas, zumindest einer, damit die 50 mal werden oder so. Mokuchin, bitte Mokuchin. Dann ist tatsächlich der Part, der in 4 Tagen kommt, der finale Part. Aber soweit ist es heute noch nicht, denn heute kümmern wir uns um den ersten der beiden neuen Charaktere unter den letzten DLCs und einem, der wohl ziemlich stark sein soll. Und für den habe ich sehr viel Ingame-Geld ausgegeben. Leroy Smith. Ich finde ihn sehr cool. Und ich mag sein normales Outfit sehr und auch diese coolen Outfits, aber ich habe für ihn, wie gesagt, ein bisschen Ingame-Geld ausgegeben und dachte mir, hey, aus ihm mache ich was Cooles. Was ganz, ganz anderes. Und zwar ohne Sonnenbrille, ohne Haare, ohne Bart, ohne Goldkette, ohne alles, was ihn ausmacht. Und so werden wir ihn heute spielen. Vielleicht gehen wir dann halt nochmal in den Trainingsmodus und gucken ihn uns an, wie er halt eigentlich aussieht. Weil das wäre jetzt ein bisschen kacke. Wir haben, glaube ich, nicht einmal gegen Leroy gekämpft. Und ihn dann in einem Outfit zu nehmen, was ihn so überhaupt nicht widerspiegelt, ist vielleicht kacke. Also ich zeige euch normale Outfits dann noch im Training. Er hat schon ein Nerf-Patch. Er hat schon ein Patch bekommen, halt, wo er extrem genervt wurde. Also abgeschwächt. Ich kenne ihn ein bisschen, wie er davor war. Ich weiß nicht, wie er seitdem ist. Ich habe irgendwie gerade gar keine... Musik. Ah, jetzt. Oh, da hat er gerade einen Stance gehabt, da. Stimmt, der hat diesen coolen Hund. Wie hieß der? Sugar? Ich hab's gar nicht richtig gehört. Ja, also ich merke auf jeden Fall schon, er wurde verlangsamt. Also, kann sein, dass ich mir das jetzt einbilde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er damals, als ich ihn zu Release mal kurz ausprobiert hatte, wesentlich schneller war. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber soweit auf jeden Fall erstmal so gut. War ja erst der erste Kampf. Ich habe ja noch nicht mal die Hälfte der Sachen ausprobiert und seine Rage Art und sowas sowieso noch nicht. Okay. Claudio, was geht ab? Du bist immer noch auf Platz 3 aktuell. Das ist hart. Ob du noch raus... Wenn Leroy auf Platz 3 kommen würde, hätten wir eine Triple L oben. Sorry, da habe ich jetzt... Wow. Holy fuck. Mach mal bitte nicht so viel Blocken hier, liebe Leute. Ich habe noch keinen Wurf gemacht. Oh. Das hat er gemerkt. Der hat auch gemerkt, dass ich noch keinen Wurf gemacht habe. Ja, der spielt sich wirklich, wirklich gut. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, ich zeige gleich nochmal, wie er aussieht als normaler Charakter. Okay. Was haben wir jetzt? Horang. Gegen den haben wir auch vergleichsweise selten gekämpft im Arcade, oder? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Naja, auf jeden Fall kann man schon mal festhalten, Leroy ist langsamer. Ich denke, wenn er genauso gewesen wäre wie zu Release, hätte er es ziemlich safe in die Top 3 geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie still er dasteht, das ist so verrückt. Ach shit, da habe ich den langsamen gewählt. Komm mal her. Den Wurf haben wir nämlich noch nicht gesehen. Hundi. Der ist so cool, also der ist halt auch wirklich als Charakter, finde ich den sau cool. Und ich stelle mir halt vor, dass er dann in Tekken 8 vielleicht auch mal in der Story halt eine Rolle spielt. Und das ist schon... Da könnte ich mich mit anfreunden, sagen wir es mal so. Weil ich finde ihn ganz nett.
Aber keine Ahnung, ob er jetzt ein Bösewicht ist oder nicht. Oder ob er mehr so der weise alte Meister, der einem ganz viele wichtige Lebenstipps gibt und einem irgendwie selbst zu seiner Lesson bringt. Keine Ahnung. Da weiß ich leider charakterlich noch nicht genug über ihn. Oh, da habe ich die falsche Taste gedrückt, aber ist nicht so schlimm. Da hat Herr Chi jetzt gerade nicht so viel machen können. Er gefällt mir wirklich gut. Also das muss man mal sagen. Er gefällt mir wirklich, 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 wirklich gut. Ich kann mich aber noch nicht entscheiden, wohin. Also so viel sage ich schon mal, nicht Platz 1 und nicht Platz 2. Und aber definitiv in der ersten Spalte. Also Platz 1 bis 5, Platz 3 bis 15 irgendwo. Ich muss da das ein oder andere noch considern. Und ich denke mal, es wird sich jetzt bei Kasimir auch noch ein bisschen was zeigen. Was ich hier so. Kannst du mal nicht alles blocken, du Schwanz? Wie gut man mit ihm einfach alles. Oh, Scheiße. Kombinieren kann. Oh, hä? Ich bin ausgewichen. Wie hat sie denn. Fick dich. Da habe ich gerade wieder zu viel probieren wollen. Ich darf nicht. Ich darf bei Ka. Ich muss. Ich muss unbedingt aufhören, bei Kasumi zu experimentieren. Aber vor allem war das gerade ein bisschen unfair, weil ich bin ausgewichen, aber trotzdem hat mich irgendwie der Tiger getroffen. Keine Ahnung. Ich bin nach hinten weg. Und trotzdem hat mich dieser seitliche Angriff irgendwie. Weiß ich nicht wie, aber irgendwie getroffen. Mit dem scheiß Tiger. So. Einmal bitte weg. So. Scheiße, falsche Taste wieder. Das war absolut mein Fehler. Oh, fuck. Hör doch mal auf damit. Jetzt ist gut hier. Damit hast du nicht gerechnet, war. Oh, scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Machen wir den einfach nochmal. Ist zur Sicherheit. Es wäre nur noch ein Schlag gewesen, aber ich kämpfe keine dritte Runde gegen sie. Ah, cool. Yep. Das ging auch schnell, aber ich musste ja ein bisschen schneller machen. Ich habe ja versprochen, dass ich nochmal ins Training gehe, um euch A, Rage Drive zu zeigen und B, halt wie gesagt mal normale Outfits von ihm. Weil seine Standard-Outfits oder sein Standard-Outfit ist ja halt ziemlich cool, deswegen unbedingt mal gesehen haben. Nee, nicht du. Hey Hachi, geh weg. Leroy Smith. Oh, du und die Serie. Get ready for the next battle. Wobei Battle in Anführungsstrichen. Ich will gleich gar nicht auf Stopp drücken, weil es ist einfach schon der vorletzte Part. War also voraussichtlich. Ich hoffe, dass noch mehr kommen. Ich hoffe es wirklich. 55 wäre eine so viel schönere Zahl. Oder auch 5. Okay, so, hier haben wir jetzt mal, wie er eigentlich aussieht. Zweimal. Au. Na, gucken wir uns noch den seitlichen Wurf an. Ne, Moment, das war aber ein Vornewurf. Naja, das war's vermutlich. Er ist so unfassbar stark und schnell und allein dieser. Rage Drive, war das so? Nee, so? Wow, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, er kann noch ein bisschen mehr. Nur mal ein bisschen experimentieren. Oh, das war Rager, das wollte ich nicht drücken. Wir können schon mal ganz kurz gucken hier, wie ist sein Rage Drive? Nach hinten weg? Nee. Ach so, nur zu ihm hin und dann lieber. Okay, alles klar, verstehe. You're done. Die beiden. Ja.
Moment, das machen wir nochmal ohne Dingens. Okay. Ach, der ist so... Nee, also es tut mir leid. Es tut mir leid. Auch wenn es künstlich wirken mag, weil ich am Anfang noch gesagt habe, Triple 3, Platz 3 für Leroy. Ich kann es nicht anders. Es ist... Alles andere wäre einfach unfair. Ich habe kurz überlegt, ihn noch unter Claudio und Julia zu packen. Julia, aber es... Nein, es geht nicht. Wir haben... Wenn sich Falcon Ram da oben nicht einschleicht, haben wir erstmal eine Triple L im... Es ist so. Es ist jetzt so. Liebe Leute, damit sehen wir uns im nächsten Part, den von mir aus gesehen erstmal finalen Part wieder. Und hoffen dann auf den Season Pass 4. Im nächsten Part werde ich dann auch mal ein bisschen länger das Ranking einblenden, weil das ja für dann erstmal final ist. Also bis dann und auf Wiedersehen. Krasser Typ, echt. Moment mal ganz kurz. Ne, eine Sache noch. Irgendwie kann man halt auch seinen Hund holen. Aber ich weiß nicht wie. Go Sugar, hier. Go Sugar. Go Sugar. Wie geil. Bis zum nächsten Part.